Konflikt in der Ukraine. Treffen in Moskau. Treffen in Minsk. Treffen in München. Besuch in Washington. Hin und her. Und inzwischen gehen die Beschüsse der Bevölkerung in der Ostukraine weiter und werden noch intensiver. Die Menschen dort sind erschöpft und geben die Schuld der ukrainischen Seite. Где теперь жить? Вот где? Куда идти? Не знаю. Ни пенсии, ничего нету. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, um eine Wohnung zu kaufen. Und was haben diese Scheißkerle gemacht? Wo soll ich jetzt wohnen? Wo gehe ich nun hin? Ich weiß es nicht. Weint eine ältere Frau. Ich bin in Donetsk, arbeite als Lehrerin in der Schule. Вот мои террористы, сепаратисты, две. Таня и Маша, две сепаратистки, террористки. Спасибо, Украина, я украинка. Мой отец украинец, а мать русская. И я не знаю, как мне с этим теперь жить, как эту боль, это разочарование, этот страх и ужас пережить. Die Lehrerin aus einer Donetsker Schule zeigt auf ihre zwei Töchter und fragt, ob ihre Mascha und Tanja Terroristen und Separatisten sind. Sie selbst ist halb Ukrainerin nach ihrem Vater. Danke, Ukraine, sagt sie. Mein Vater ist Ukrainer und meine Mutter ist Russin. Nun weiß ich nicht, wie ich mit diesem Schmerz und Enttäuschung leben soll, wie ich diesen Schreck überleben soll. Ein Mann zeigt in die Richtung, woher die Beschüsse kommen, und nennt den Ort Marjinka, wo die ukrainischen Kräfte ihre Basis haben. Там Марьинка, которая вот где стоят вот эта украинская армия. Здесь же видно, любому человеку будет видно. Я человек не военный, но видно, куда идет. Да, полетело сюда, не вопрос. Но отсюда оно прилетело сюда, вот оно пошло. Вон она Марьинка. Сколько можно? Когда они это все закончат, твари? Любой человек, вот любой здесь стоящий, не скажет, что это с Марьинки лупили. Украинские войска, они стоят в Марьинке. Die Leute aus Donetsk wenden sich auch auf Ukrainisch an die kiewsche Seite, an die Menschen in der Westukraine. Das kommt nicht von uns. Ihr habt angefangen. Nehmt eure Söhne von hier, dass sie heimfahren, damit sie uns und unsere Kinder nicht töten. Я знаю, що все це не від нас. Все це від вас. Відходить. Забирайте своїх синів. Нехай вони їдуть додому. Нехай вони нас більше не вбивають. Не вбивають наших діточок. Die Zerstörungen in den Donetsker und Luganska Republiken sind schlimm. Die humanitäre Situation ist genauso schlimm. Es gibt nichts zu essen und sogar nichts zu trinken. Wochenlang verstecken sich Menschen vor dem Beschuss in Kellern. In den Krankenhäusern gibt es keine Medikamente. Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Wolfgang Gerke, startete mit seinem Fraktionskollegen André Hunko eine Hilfsaktion, um zumindest das Kinderkrankenhaus Golovka mit Arzneimitteln zu versorgen. Er hat auch die Bundesregierung aufgefordert, einen Hilfskonvoi nach Donetsk zu schicken. Auf der Facebook-Seite dieser Aktion, die Helft den Kindern von Golovka heißt, findet man alle aktuellen Informationen dazu und der aktuelle Kontostand wird mitgeteilt. Zurzeit sind es ca. 70.000 Euro. Allen, die mitmachen, garantieren die Initiatoren, dass kein Cent für Verwaltung, Werbung oder Ähnliches ausgegeben wird. Der Transport der Hilfslieferung nach Golovka ist für Mitte Februar geplant. Es gibt Probleme mit dem freien Geleit in den Donbass. Der Landweg durch die Ukraine scheidet aus. Über Belarus dürfte es auch kompliziert werden wegen der Zollvorschriften. Jetzt arbeiten sie daran und hoffen, dass der Begriff Humanität zählt. Zu diesem Thema möchten wir aber auch mit den Initiatoren dieser Hilfsaktion sprechen. Der stellvertretende Pressesprecher der Fraktion Die Linke, Michael Schlick, hat sich dafür bereit erklärt. Am Telefon ist Herr Michael Schlick. Herr Schlick, ich begrüße Sie in unserem Studio, ja, an unserem Telefon. Ja, ich grüße Sie auch. Sie haben mit Ihren Kollegen eine Hilfsaktion für Donbass initiiert. Warum geht es genau? Was ist geplant dabei? Es war einfach so, dass die beiden Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gerke, André Hunko, dann Mitarbeiter noch von Herrn Hunko, der Herr Zukowski und meine Person, Michael Schlick, ich bin Pressesprecher bei der Fraktion. Wir waren zu Gesprächen in Rostov am Don, haben das Grenzgebiet dort bereist und hatten auch Gespräche mit verschiedenen Leuten, die da geflüchtet sind. Wir waren in Flüchtlingslagern
Und da wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es in Gorlovka ein Kinderkrankenhaus gibt, in dem überwiegend Waisenkinder behandelt werden. Und man hat uns erzählt, dass die Zustände dort ganz schlimm sind und es an allem fehlt, an Medikamenten, an Gerätschaften. Da haben wir uns überlegt, wir müssen da helfen und haben da eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Und das war sensationell, das war ein riesiger Erfolg, weil innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Wochen, haben Menschen, die vielleicht mit der Linken gar nicht so viel zu tun haben, aber sie haben 70.000 Euro gespendet. Wir haben jetzt 70.000 Euro auf dem Konto und mit dem Geld werden wir Medikamente kaufen und sie den Menschen im Krankenhaus in Gorlovka zukommen lassen. Sie haben doch diesen Hilfeaufruf noch im Dezember gemacht, oder? Wir haben kurz vor Weihnachten angefangen. Dann war das aber, als der Weihnachtszeit war, war das alles ein bisschen schleppend. Aber so im Januar ging es dann richtig los. Da kamen Spenden, Spenden, Spenden und das war ganz toll. Wir waren wirklich also sehr, sehr gerührt und sehr beeindruckt aufgrund der Hilfsbereitschaft. Und ich kann dazu sagen, dass wir auch wenn jetzt das Krankenhaus in Gorlovka die Medikamente und die Gerätschaften bekommen hat, dass wir dann auch weitermachen werden. Also wir werden weiter versuchen, den Menschen im Donbass die notwendige Hilfe zukommen zu lassen, weil es kann einfach nicht sein, dass es wirklich momentan nur Russland ist, die auch da die Zivilbevölkerung dort mit Hilfstransporten unterstützt und aus Westeuropa kommt gar nichts. Ja, und wie planen Sie das? Sie kaufen jetzt Medikamente, Geräte, wo, wie funktioniert das eigentlich? Das soll über Leute in Russland soll das passieren, die Medikamente besorgen und die werden dann direkt also dem Krankenhaus zugesandt. Also das ist bei dieser ganzen Aktion, wir stehen da ja mit unserem Namen, wir sind ja da im Wort, also da geht kein Cent für irgendwelche Verwaltung oder sonst wie was drauf. Also die Menschen bekommen wirklich, die Kinder bekommen direkt die Medikamente, die sie benötigen. Planen Sie selber eine Reise nach Gorlovka oder wird das alles nur über Menschen von Rostov gemacht? Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Allerdings kann es auch sein, dass wir, je nachdem, wenn die Gelegenheit besteht, dass wir selber dahin reisen. Aber das ist alles nur in der Vorbereitung, da wird alle noch drüber geraten und wir arbeiten daran. Wie lange kann das voraussichtlich dauern, bis die Gorlovka diese Hilfe bekommt? Das wird ziemlich zeitnah passieren, weil die brauchen sie ja jetzt, die Medikamente, und dann werden wir schon schauen, dass das so schnell wie möglich passiert. Falls Sie selber dahin reisen möchten, wie kann das klappen? Wie gelangen Sie dorthin? Weil ich weiß es nicht, ob es über die Ukraine einen Weg gibt oder über Weißrussland. Wenn Sie nach Russland gelangen möchten, dann müssen Sie sowieso über irgendein drittes Land fahren. Ja, das ist, wie gesagt, wir sind da noch in der Vorbereitung. Wir wägen die einzelnen Möglichkeiten ab, die es da gibt. Aber da können Sie ganz, ganz sicher sein, dass wirklich die kompletten Medikamente, die dieses Krankenhaus braucht, dass die dort ankommen werden. Ich habe heute früh gerade nochmal nachgeschaut, wie der Zustand dort ist. Und jetzt gibt es diesen Debaltsower Kessel. Ja. Und die Gorlovka ist ziemlich nah. Ja, das dort. Heute gab es Beschüsse schon in Gorlovka. Mhm. Ist das möglich, überhaupt dorthin zu gelangen und die Medikamente zu bringen? Wir versuchen alles Menschenmögliche und ich bin auch ganz sicher, dass es da einen Weg gibt, die Medikamente dorthin zu bringen. Diese Initiative, das ist doch eine sozusagen private Initiative. Das ist eine private Initiative, ja. Es wird natürlich gefördert, auch von sehr vielen Abgeordneten von uns, aber letztendlich ist es eine private Initiative. Ja, aber trotzdem, Sie sind doch die Vertreter von Ihrer Partei, von den Linken. Und wie hat die Parteispitze darauf reagiert? Die unterstützen uns natürlich. Es sind auch sehr, sehr viele Spenden von anderen Abgeordneten gekommen. Also das ist schon... stößt auf breite Zustimmung. Die Partei findet das auch gut, dass wir das machen. Die Fraktion findet das gut, dass wir das machen. Und es sind noch sehr, sehr viele Abgeordnete, die gespendet haben. Also Sie distanzieren sich nicht davon? Nein. Wissen Sie schon, gab es schon Feedback, wie die Menschen, die Bevölkerung in Deutschland darauf reagiert hat, außer den Menschen natürlich, die geholfen haben? Gab es irgendeine Kritik für Ihre Initiative? Nein, bislang überhaupt nicht, also in keiner Weise. Es gab nur Zustimmung und auch wenn wir mit Menschen gesprochen haben, die finden das alles sehr gut, dass wir das machen.
weil es geht ja nicht um irgendwelche politischen Geschichten. Es geht ganz einfach um Kinder. Und das sind die Schwächsten der Gesellschaft und denen muss geholfen werden und deswegen machen wir das. Zurzeit gibt es nicht nur Ihren Aufruf zur Hilfe der Ukraine, sondern vor kurzem zum Beispiel in Frankfurt wurde das Geld gesammelt als Hilfe für die Ukraine, für die kiewische Seite. Also wahrscheinlich für den Krieg. Ja, das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass das ist auch was ich persönlich auch sehr verurteile, dass das offizielle Kiew, dass die Regierung Zahlungen an Donbass eingestellt hat. Die Menschen bekommen dort keine Rente mehr, die Ärzte in den Krankenhäusern bekommen seit Monaten keinen Lohn mehr, die Krankenschwestern bekommen kein Geld mehr und das kann einfach nicht sein. So kann man mit seinem eigenen Volk nicht umgehen und das ist auch ein Grund, warum wir dann explizit wirklich die Menschen im Donbass unterstützen und versuchen, ihnen zu helfen. Unsere Medien ganz selten zeigen, was in Donetsk passiert, in diesen Städten passiert, wie die friedlichen Bürger leiden, sondern es ist immer wieder so gezeigt, die Terroristen, die Separatisten. Was meinen Sie dazu? Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Ich bin ja auch schon sehr, sehr lange als Journalist tätig, beziehungsweise als Pressesprecher. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es so eine einseitige Berichterstattung jemals gegeben hat. Eine Berichterstattung, wie sie momentan in deutschen Medien stattfindet. Es ist wirklich einfach nur einseitig und ich verurteile das. Mhm. Glücklicherweise gibt es diverse Blogs, die einigermaßen unabhängig berichten. Und das ist die Information, die ich beziehe. Ansonsten, ich glaube wirklich nicht mehr, was in der ARD oder am ZDF gesendet wird und ich glaube auch den Zeitungen nicht. Ich bedanke mich, Herr Schlick. Gerne. Ne? Macht es gut, ne? Tschüss. Allen, die den Menschen in Donbass helfen möchten, sagen wir nochmal, alle notwendigen Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite Helft den Kindern von Golovka.